And welcome back zu einer weiteren Folge South Park's A Streak of Truth. Wir haben das letzte Mal die Aliens platt gemacht und wollen jetzt mal schauen, was diese Konsole tut. Da mal reingeschaut. Hey, that did it! The force field's down! Come on back and we can get out of here! Okay, ich bin unterwegs. Saturday night, feeling alright, feeling okay. Das sagt er, während er so auf dem Tisch geklemmt ist. Dieses Elektrokabel da oben gefällt mir irgendwie noch nicht. Nee, ich wollte. Ah, okay. Da ist ein Feuermelderalarm im Raumschiff. Ne, erstmal will ich. Ah! Jetzt kommt hier ran. Aliensonde. Wie schlägt die sich denn? Durchdringt 20 feindliche Rüstung. Abgesehen davon, dass die aussieht wie ein riesiges Befriedigungsmittel für Frauen. Scheint die gar nicht mal so schlecht zu sein. Entzieht Blutungsziel 25 Trefferpunkte. Fügt bei perfekten Treffer. Unsere Ziele sind ständig am Bluten, das heißt, das ist gar nicht mal so schlecht. Hier kommen wir nicht durch. Dann wollen wir unseren Kollegen noch mal da rausholen. Great, you made it. Okay, use this panel here and we can all go home. Okay. Man, I'm gonna be sore tomorrow. Man, I'm gonna be sore tomorrow. Spiel. Okay. Okay. Hab ich auch. Oh, you did it! Oh, thanks, kid. I don't know who you are or if you're real, but consider me your friend. Until we meet again! Yay! Jetzt befreit. Und wir haben ein Kristall. Weißer Kraftkristall. Betrete das Alien-Cockpit. Okay. Ist die Frage, was bringt uns dieser Kristall? Und wo ist das Cockpit? Neue Nachricht. Checken wir doch gleich mal. Warum er nackt auf seinem Foto ist. Rechts von dem Raum, in dem wir eingesperrt waren, ist ein Fahrstuhl. Du kannst über ihn fliehen, aber ich habe ihn kaputt gemacht. Als ich ihn benutzt habe, du musst ihn reparieren. Tut mir leid. Danke. Ah, dafür ist der Kristall. Nee, da bräuchten wir wieder meine Sonde. Das heißt, wir sind jetzt hier auf dem Cockpit, right? Nehmen wir nochmal alles mit. Die überwachen fröhlich. Was ist das denn da oben? Ich sehe dich. Ein Chimp-Pokémon! Warum haben wir ein Chimp-Pokémon auf dem Alien-Raumschiff klebt? Wow. Hallo. Überraschung. Fanden die wohl nicht so toll. Was zum... Are you fucking kidding me? Dann nehme ich erstmal der Maschine was weg. Warum auch nicht? Erstmal Komponenten rausgeholt.
Au. Ich dachte, du bist gestunt. So viel dazu. Hauen wir uns ein bisschen Gesundheit rein. Damit das wieder oben ist. Und wir können ihm nochmal was wegnehmen. Mu! Das hat gar nichts gebracht. Mu! Mu! Was zum? Ah, verdammt! Son of a bitch! Uncool. Ganz uncool. Mach erstmal diesen scheiß Deflektor kaputt. So, was ich jetzt mal machen will, ist... bringt 70 Mana. Geben dir super fiese 14 und 70 Mana. Bisschen Mana wäre immer nicht schlecht. Können wir nämlich Furzgranate auf ihn das war ja nicht so effektiv, aber getroffen ist getroffen und er ist angewidert. Ja, eine ganze Menge Debuffs. Gefällt mir. Mu! Oh, verdammt. Mu! Na also. Aua. Schnell eine kleine Gesundheit. Haben wir denn genug für so einen Furzangriff? Mu! Mu! Ich hab doch die Taste gedrückt. Wenn ich sie ständig verkacken würde, wo wäre er denn hin? Er kündigt. Ist auch nicht schlecht. Mu! Jetzt ist er kämpfen. Krieg ich aber erstmal... Gleich... Oh Gott! Mu! Du Penner! Crap. Double Crap. Ist das Chipoko mal wieder oben? Ja, das muss ich auch erstmal holen. So, jetzt nochmal. Jetzt gibt's ja auf die Nase. Jetzt können wir da springen. Ja, jetzt sind wir ja schlauer. Wir müssen erstmal die Matrix da hinten wegmachen. Sonst wird das nichts. Sieben, ernsthaft? Ja, jetzt muss ich leider einen Angriff investieren, um deine 7 Lebenspunkte abzuziehen. Mu! Mu! Diesmal habe ich es geblockt. Diesmal wusste ich, was auf mich zukommt. Bisschen Essen reinpfeifen, wieder voll sein. Und diesmal kann ich das auf dich anwenden. Mu! Da bist du betäubt oder auch nicht. Die scheinen nicht betäubt werden zu wollen. Zumindest einen habe ich abgewehrt. Füttern wir noch was. Er hier. Mu! Moment, ich habe jetzt gerade frei, das heißt, ich kann mir mal so einen Chicken Wing reinhauen. Und ihn hoffentlich mit meiner Furzattacke einen überziehen. Das hat nicht gereicht. Nochmal Gesundheit.
So, was wir jetzt machen, ist, dass wir ihn da oben stunnen. Und wir nächste Runde den unten platt machen wollen. Muu! Ich dann keine Lust habe, dass er wieder immer abgeht. Muu! Not good. Muu! Not good. Autsch! So. Es greift ja immer nur einer von euch an. Das heißt, wenn ich einen platt mache, habe ich das Problem, dass der andere viel zu stark wird. Das heißt, ich schwäche euch beide erstmal. Gut, dass ich den letzten geblockt habe. Habe ich keinen großen? Großen? Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Da können wir auch nichts mehr einsetzen. Die ist auch nicht so effektiv. Das greift immer nur einer von euch an. Du bist klinisch tot. Und er rennt weg. Und was immer er jetzt tut. Auf Töten stellen. Nicht gut. Heilige! Alter, ich hab geblockt und das hat mich gekillt. Verdammt. Okay, vielleicht müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Die sind echt übel. Machen wir erstmal das Chip-Pokémon und gehen mal zum Fahrstuhl. Schauen, ob wir da was bewirken können. Was mal da drin ist, ich brauche es. Er meinte doch, wir müssen den Fahrstuhl reparieren. Hier geht's noch irgendwo hin. I found something that looks to be food. It's some sort of green fluorescent goo. Was zum? Wir haben Wege und Mittel, sie zum Sprechen zu bringen. Der spricht sogar Deutsch. Wow, er hat Leben. Jawohl! Du bist erstmal gestunt. Ach du Liebe! Jetzt gleich noch mal machen, aber erstmal kriegst du den hier rein. Nochmal. Autsch! Aufgetankt. Ich will nicht wissen, wie lange der hier schon im Alien-Schiff rum irrt. Scheiße! Heiltrank kann man immer gebrauchen. So. Mein Leben! Ohne einen Punkt Schaden zu kriegen. Aluhelm. Voll? Ernsthaft? Mal sehen, was macht der Aluhelm? Alufolie fügt 6 Rüstungen zu und schwächt feindliche Angriffe. Minus 25% Schaden erhalten von Aliens. Oh ja. Auch wenn er scheiße aussieht, gerade gegen Aliens. Den Outlook gar nicht gehört. Ach doch, hatten wir. Kam nur dieser komische Abfallpenner dazwischen. Okay, das heißt, wir kriegen jetzt schon mal weniger Schaden. Das bringt uns irgendwie gar nichts. Das heißt, wir kommen nicht drum rum. Wir müssen die Typen da oben platt machen. Aber mit 25 weniger Schaden sollte das schon mal einiges einfacher sein. Jetzt kommt ihr wieder dran. Endboss-mäßig. Scheiß Schildmatrix.
Den haben wir schon mal geblockt. Das wäre eigentlich unwichtig gewesen. Egal. Hauen wir uns doch als erstes Mana rein. Dann haben wir das schon mal. Hier schön Mana-Trank. Mit was können wir das denn alles treffen? Nur eins. Das heißt, wir machen doch mal so eine Dragonfurz-Attacke. Auf den. Null? Crap. Nochmal Abwehr erhöht. Ja, wir müssen den ausschalten, sonst kommen wir an die Aliens nicht ran. Mo! Mo! Ja, komm mit deinem scheiß Meteor, ey. Au. Ich brenne. Not good. Heiltränke haben wir zum Glück eine ganze Menge. Ja, machen wir einfach das Ganze nochmal. Und diesmal machen wir dich platt. Das ist schon mal weg. Jetzt hauen wir uns einen großen rein, um wieder voll zu sein. Und wir setzen mal die Ability ein, um einen von denen zu stunnen. Den? Das ging ja das letzte Mal nicht, oder? Moo! Es ging Stunning Moon. USB-Stick? Auf Betäubung stellen. Au. Aber was wir machen können, ist diesen Schlag. Hauen uns wieder was zu futtern rein. Das Problem ist, wenn wir einen platt machen, wird der andere zum Captain, stellt seine Waffe auf Tötung und dreht uns dann weg. Das heißt, wir müssen sie gleichermaßen runterspielen. Nur so funktioniert das, sonst haben wir wieder ein Problem. Oh, scheiß Idiot, ey. So. Das heißt, du kriegst einen ab. No! Und ich pfeife mir wieder was zu essen rein. Ich habe leider nur noch kleine. Jetzt hast du mehr. Dein Pech. Oh nee, die Situation kennen wir. Er schaltet jetzt wieder auf ultra stark und ultra übel und tötet uns. Oh Gott. Einerseits brenne ich, andererseits habe ich kein Leben. Ich glaube, Gesundheit ist gerade wichtiger. Komm her, ich hoffe 210? 219? Ah! Das ist Gegner. Heilige! Das geht abwärts. Ja, das ist nicht gut. Yes? At what location? How many people in the town? Get in there and cover it up. This could change everything. Get everyone moving. We've got another UFO crash. Einen anderen? Das heißt, sie hatten schon ein paar. Und ich wache einfach im Bett wieder auf, als wenn nichts passiert wäre. Yay. Quest erfüllt. Ich habe einen USB-Stick.
Und ich kann aufwerten. Bewirkt bei deinem letzten Schlag mehr Schaden. Irgendwie ist die Fähigkeit aber... Ich weiß nicht. Nicht der Bringer. Vorteile? Nein. Magie? Nein. Aufwerten. Nehmen wir hiervon noch die letzte Stufe mit. Das klingt doch gut. Schauen wir doch mal. Home. Danke nochmal, dass du mich da rausgeholt hast. Ich habe versucht, sie aufzuhalten. Aber ich bin einfach zu höflich. Okay. Hey Neuer, danke, dass du uns gestern mit uns gespielt hast. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe, du spielst heute wieder mit uns. Okay. Was hast du was erhalten? Die komische Kapuze brauchen wir nicht mehr. Wir kämpfen ja nicht mehr gegen Aliens. Zumindest hoffe ich das. Nee. Nee. Irgendwie gefällt mir der besser. Nach hinten gelenkt. Ne, wir behalten unsere geilen Spikes. Ist hier was Neues? Nein. Gut, dann würde ich sagen, ist mit dieser Folge auch vorbei. Wir haben die Aliens vom Himmel geholt. Also dann, Leute. Seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt, ja, der Stab der Wahrheit. See you later. Und schon ist das Video vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen. Lasst doch mal einen Daumen hoch da. Wenn es euch nicht gefallen hat... That's impossible. That's impossible. That's impossible. That's impossible. Dann gibt es ja immer noch den Daumen runter. You can't do that. You can't. Can't be. We can't be. We can't be. Can't be. Ja, ist ja schon gut. Wenn ihr mir was mitteilen wollt, ab in die Kommentare. Ich freue mich über jeden bisschen Text, der da unten steht. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonnieren. Und wenn euch das Video wirklich so gut gefallen hat, dann empfehlt mich doch mal weiter. Also dann, man sieht sich.